Ja, hallo erstmal. An dieser Stelle wollte ich mich mal persönlich vorstellen. Mein Name ist Christian Kasischke und ich drehe seit einem Jahr Videos. Vor einem Jahr habe ich also überhaupt noch nichts mit Videos zu tun gehabt, noch nichts mit Multicoptern. Und ich möchte mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken, denn ich habe innerhalb der Zeit also reichlich Abonnenten gekriegt und gute Klicks und habe mir so gedacht, es muss irgendwie weitergehen. Was hast du für Ideen? So, und ich habe mir meinen kleinen Keller so ein bisschen zum Bastelkeller umgemodelt, ein bisschen aufgeräumt, ausgemistet und habe mir so Gedanken gemacht, was könnte euch interessieren. Ja, und es geht hier natürlich um meinen kleinen Phantom. Der ist zurzeit ausgestattet mit einem 2D-Gimbal von DJI mit einer GoPro Hero 3. Die ist hier momentan nicht dran, weil mit der filme ich auch gerade. Und ich möchte jetzt gern den Phantom 1 mit dem 3D-Zemius upgraden, damit ich also noch stabilere Bilder bekomme auf der Jahrachse. Und wie das geht, das wollte ich euch in diesem Video einfach mal praktisch zeigen. Es gibt von DJI dafür ein Montagekit für Phantom 1 für den 3D-Gimbal. Dort ist ein längeres Landingstand enthalten und ein Kreuz, was ihr braucht, damit ihr von der 2-Loch-Befestigungstechnik auf die 4-Loch-Technik kommt, die beim Phantom 2 angewendet wird. Ja, wie das genau funktioniert, was ihr genau auch zu beachten habt, das werde ich euch gleich zeigen. Ich habe schon mal ein bisschen weiter geschraubt. Also nachdem ihr also jetzt die längeren Landegestellbeine angeschraubt hatte, ich habe das jetzt mal ein bisschen verkürzt, habe ich den 2D-Gimbal abgemontiert. Also ich habe das Kabel getrennt. Ich habe das Kunststoffkreuz abgeschraubt. So, und wie ihr seht, aus schön Aluminium passt dieser Adapter wunderbar bei dem Phantom 1 hier drauf. Dann werden wir ihn mal verschrauben. Sieht das Ganze soweit montiert aus. Der Adapter mit 2 Schrauben befestigt in dem Phantom 1. Das Haltekreuz, was bei dem 3D-Gimbal dabei ist, beides in einer wunderbaren Aluminiumausführung. Ja, und ich werde jetzt noch die weichen Gummis, die weißen, gegen die härteren, die schwarzen erneuern. Ja, und dann können wir den 3D-Gimbal einsetzen. Bevor wir jetzt zur endgültigen Montage des 3D-Gimbals kommen, wollte ich noch beide mal einfach mal vom Gewicht her vergleichen. Also zuerst den alten 2D-Gimbal mit genau 123 Gramm und der 3D-Gimbal mit 145 Gramm. Da ich jetzt die GoPro natürlich jetzt für den Gimbal brauche, mal eine Aufnahme ein bisschen verwackelt vom Handy. Wie ihr sehen könnt, hat der 3D-Gimbal also genug Bootfreiheit. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir ihn einfach mal anschließen.
Ja, so wie ich finde, macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Und jetzt gehen wir raus zum Fliegen. Bis gleich. So, hier sind wir wieder in meinem Keller vom Testflug zurück. Ich muss sagen, mir persönlich hat das unheimlich gut bis jetzt gefallen. Der Gimbal hat wunderbar in die Jaw-Achse ausgeglichen und auch von den Flugzeiten her gut. Es sind 40 Gramm mehr, kann man mit leben. Ich bin der Meinung, das ist jetzt sozusagen das Maximum, was man mit einem Phantom 1 erreichen kann. 3D-Gimbal mit einer GoPro, um den Gimbal anzuschließen, aber auch den 2D habe ich mich für das DJI Connection Kit entschieden, denn ansonsten hätte ich noch eine Gimbal Control Unit verbauen müssen. Das wäre wieder ein zusätzlicher Kasten gewesen, zusätzliches Gewicht, und das Connection Kit funktioniert an dem 3D-Gimbal genauso wie an dem 2D-Gimbal. Also das Einzige, was ihr für den Wechsel braucht, ist das Mounting Kit, das verlängerte Landegestell, dieses Adapterkreuz, und man könnte ja auch den 3D-Gimbal montieren und den alten 2D-Gimbal ersetzen. Ja, das war mein erster kleiner Tutorial über eine Modifikation des Phantoms. Wir haben noch vieles geplant. Wir haben ein X450 schon zu einem X8 umgebaut. Es ist die Planung, den X8-450 zu einem TBS umzubauen und. Also es wird sich jetzt, da die Wintermonate kommen und die Bastelzeit überwiegen wird, also noch eine Menge tun. Ich freue mich drauf. Die Voraussetzungen haben wir jetzt hier in dem Keller. Und ich hoffe, wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert mich. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Film. Danke fürs Zuschauen.